Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Sly Raccoon, dem ersten Teil aus der PlayStation 3 Trilogie. Im letzten Part sind wir in die zweite Welt hineingereist mit unseren Kumpanen. Wir sind jetzt hier in Mesa City, haben vorher noch die Passage gemacht im letzten Part und haben auch hier schon ein Level geschafft, nämlich das Casino-Level. Wenn wir jetzt hier auf Select klicken, dann sehen wir auch, was wir hier noch holen können. Wir können zum einen gleich Murrays großes Spiel noch machen. Wie man da auch schon sehen kann, hier, da gibt es auch kein Tresor. Das heißt, wir können auch da keinen neuen Kniff haben. Aber natürlich einer der Schatzschlüssel, die wir auf jeden Fall noch benötigen werden. Wir müssen ja sowieso hinterher alles einsammeln. Das ist klar. Und auf der Hunderennbahn. Das müsste dann das Auto sein, was sich da bewegt. Genau, das braucht ja auch noch ein paar Schlüssel, die wir noch einsammeln müssen, um dahin zu kommen. Ich glaube, das war sogar so, dass wir hier wirklich jeden Schlüssel holen müssen. Genau, weil das sind drei, die wir da mindestens brauchen. Haben wir im letzten Part schon geschaut und gemerkt, dass wir da nicht weiterkommen. Aber wenn man jetzt hier nämlich sieht, klar, dann kommen wir so auf dem Wege hin. Ich möchte das hier auch noch mal kurz zeigen. Oh Gott. Mal wieder die Rolle habe ich jetzt, bevor ich den Part gestartet habe, ausgewählt, weil ich finde das nach wie vor immer noch am besten, die Rolle zu benutzen. Und auf dem Wege müssen wir natürlich einfach nur dann das nächste Level noch schaffen. Das werden wir nach Lage der Dinge auch schaffen dann. Aber da muss man natürlich sehr, sehr aufpassen, denn immerhin sind solche Level wirklich kein Kinderspiel. Das hatte man ja schon mal festgestellt. Murray, was geht da unten vor? Naja, ich bin nur mal auf einen Snack zum Hotdog-Stand gefahren. Und weißt du, als nächstes fordern mich diese Gangsterhunde zu einem Rennen heraus. Ist für den Sieger ein Schlüssel drin? Ja, drei Runden für einen Schlüssel. Es hängt an dir, Mann. Fahr den Van mit dem linken Analogstick. Und wenn du ein paar Nitro-Power-Ups findest, kannst du mit der Quadrattaste den Boost einschalten. Mach sie fertig. Schon dabei. Naja, das war der Mist. Auch einer dieser unbeliebten Level, so die ich wirklich nicht so mag. Weil es ist echt nicht ohne. Man sieht ja jetzt schon, dass wir relativ langsam sind. Gott, ey. Eieiei, ey. Eieiei. Okay. Lul, das ist mega, mega gewöhnungsbedürftig. Wir dürfen echt gegen nichts fahren und im Grunde muss das hier richtig gut laufen. Jetzt haben wir hier richtige Schwierigkeiten. Aber wir können wirklich nichts machen, außer nur den Stick benutzen, um zu lenken. Boah, ey. Hilfe. Himmel, A und Zwirn, ey. Also beim ersten Versuch, das zu schaffen, da hatte ich früher wirklich auch immer Schwierigkeiten. Ja, und der lässt mich natürlich auch nicht durch, ne? Boah. Ja gut, für den ersten Versuch wird das definitiv nichts werden. Ob wir dann auch ein Leben verlieren dadurch, ich weiß es nicht. Boah, der geht immer bei mir vor die Nase, ey, wirklich. Hör doch mal auf damit. Ja, und Nitro muss ich natürlich auch anders benutzen, ist klar. Boah, das Hilfe. Was mache ich denn da? Man kann doch eigentlich nichts anderes machen. Und Abkürzung fahren kann man hier leider auch nicht. Wow. Ich habe einmal überholt. Fast am Ende des Spiels. Kappa. Das Spiel sowieso noch nicht. Na, Satz mit X. War wohl nix. Mann, diese fiesen Hunde rammen mich links und rechts. Na dann geh wieder rein und ramm zurück. Wir brauchen diesen Schlüssel. Aber das Gute ist, bei diesem Level, da kann man auch keine Leben verlieren. Muss man sich auf jeden Fall immer bewusst werden. Die nehmen aber auch gerade echt alles mit. Sämtliche Nitro-Sachen.
die ich sonst mitnehmen würde. Man darf echt gegen nichts fahren. Man muss sich übelst konzentrieren dabei. Boah, und so Bremsen sind auch doof. Das natürlich auch dazu führt, dass ich nicht wirklich vorankomme. Aber wie das auch in manchen anderen Spielen so ist, habe ich wirklich das Gefühl, das hat viel mit Glück auch zu tun. Ich nehme die alle nicht mit, obwohl ich die alle bräuchte. Meine Güte. Wirklich, man kann dann nicht zur Seite oder so, das ist alles nicht möglich. Ich komme zwar näher ran, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ist diese Art von Level, wie gesagt, liegen mir jetzt nicht so. Den ersten habe ich zwar überholt, aber das bringt mir nichts. Denn ich muss Erster werden. Ja, die Nitro-Sachen liegen auch ziemlich doof da. Muss es doch einen Tipp geben. Beziehungsweise, nee, kein Tipp, sondern ein Trick halt. Ja, komm, die Nitro-Kiste hättest du doch mitnehmen können. Ich nehme das doch mit. Ja, toll. Trick wieder verloren, ey, meine Güte! Muss ich jetzt schon wieder anfangen, hier auszuflippen? Wirklich Autorennspiele, Zukunft, nada, nixta, niente. Jedenfalls muss ich das halt wirklich wieder rausschneiden und dann... Es bringt halt wirklich nichts, wenn wir schon von Anfang an nicht wirklich vorankommen. Und er nimmt einfach das blöde Ding nicht mit. War doch jetzt schon viel besser als zuvor. Man darf halt wirklich keine scharfen Kurven fahren. Anders geht's nicht. Nee. Gott, ey. Schlimmste Art von Level. Soll ich euch sagen, also ich bin gerade dabei, mich zu konzentrieren, aber es bringt im Endeffekt eh nichts. Toll, war auch nicht gut ausgewählt jetzt. Nee. Die Idioten, die lassen mich auch nicht vorbei. Wow. Mann, diese fiesen Hunde rammen mich links und rechts. Na dann geh wieder rein und ramm zurück. Wir brauchen diesen Schlüssel. Und da ich euch das natürlich auch ein bisschen ersparen möchte, mache ich das jetzt offscreen. Kann sein, dass ich einige Zeit brauchen werde, aber wir sehen uns dann gleich wieder. Willkommen, ich bin dann wieder zurück. Puh, ich habe jetzt nicht hier mitgezählt, wie viele Versuche es waren. Aber ich bin kurz vorm Ziel und werde das jetzt auch direkt schaffen. Es ist aber tatsächlich sehr vom Glück auch teilweise abhängig, weil am Anfang ist es halt so, wenn die Autos sich gegeneinander crashen, dann ist klar, dann bremsen die sich ab. Wenn ich es zum Beispiel in der Position hatte, dass ich gegen ein Auto gefahren bin, ja, dann könnt ihr euch ausmalen, dann ist klar,
dann verliere ich richtig an Tempo und kann den ersten auch schon gar nicht mehr einholen. Aber das haben wir jetzt geschafft. Aber wie gesagt, ich hasse solche Level. Oder allgemein so Autorennsachen. Das habe ich auch bei Crash schon festgestellt. Crash Nitro Field. Dass mir das da richtig auf den Geist ging irgendwann. Und da haben wir Murray mal in Aktion erlebt. Den Tollpatsch. Meine Güte, ey. Ich sag euch aber, das war ein Akt gerade. Und seht es, wie es wollt. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass das meine ersten richtigen Fails waren. Wenn ihr es so wollt, dann könnt ihr das gern für euch so sehen. Ich für meinen Teil sag mal, ich bin jetzt aber nicht gestorben. Ich habe einfach nur diese Level halt nicht geschafft, die aber auch, wie bereits gesagt, zwar natürlich auch mit Können verbunden sind, klar. Aber, wie man auch feststellen konnte, wirklich viel mit Glück teilweise zu tun haben. So, und das sollte es dann hier auch gewesen sein. Wir haben jetzt hier 3 Schlüssel. Marius, großes Spiel. Da müssten wir hin, können wir aber nicht, wie man jetzt gesehen hat. Hallo? Na? Achso, wir müssen hier drauf, ne? Ne? Ja. Ich habe mich schon gewundert. So, dann nutzen wir jetzt das Auto. Natürlich erstmal den Schalter betätigen. Ja, das hat der da vorne nicht mitbekommen, ne? Alles klar. Alles klar. Puh. Dann können wir jetzt hier rein. Und einen speziellen Bereich betätigen. Die Boneyard. Ist auch lustig, ich bin hier. Aber kommt mir nicht entgegen. Erst jetzt. So, weg mit dir. Kannst du dir die Visage ansehen? Mach ich. Und es ist unglaublich faszinierend. Hä? Mein Röntgenscanner zeigt an, dass in dem riesigen Kopf ein geheimer Aufzug zu Buckshots Penthouse versteckt ist. Und wie kommen wir rein? Hinter dieser Wand ist ein Hebel, mit dem man den Aufzug ruft. Aber du brauchst alle 7 Schlüssel, um sie zu öffnen. Alles klar. 7. Folgerichtig benötigen wir noch 4. Denn wir haben bereits 3. Wollen wir mal schauen. Wo gehen wir als nächstes hin? Also hier, wie gesagt, da kommen wir natürlich noch nicht lang. Übrigens, ins Wasser springen, wisst ihr ja, ist nicht gut. Das werden wir definitiv unterlassen. Ja, wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Das ist hier die große Frage. Übrigens, wie man hier sieht, wir können auch nach da oben klettern. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal dieses Level hier reingehen, bis ganz nach oben. Da wollen wir auch hin, bis ganz weit nach oben. Mit Aufzug. Ja, die Musik ist so, wie soll ich sagen, sehr funky Gangster-like so mäßig, wenn man es so nennen kann. Und hier haben wir schon den Schlüssel, aber natürlich können wir den noch nicht mitnehmen. Was wir aber natürlich gern schon mitnehmen können, ist, ouch. Ist natürlich die ganzen Hinweise. Ich weiß, es sieht aus, als könnte man da nicht rauf. Aber ich wette, dass du als Meisterdieb das schaffst. Ja, ist schon interessant, wo man hier alles drauf kann. Da hoch kommen wir natürlich nicht mehr.
weil das uns noch nicht möglich ist, beziehungsweise ich glaube, da wollen wir auch nicht wirklich hin. Aber bevor ich da hochgehe, werde ich hier erstmal alles auskundschaften. Wir haben ja hier noch weitaus mehr Dinge, die wir noch mitnehmen müssen. Für die 100%. Ja, Mugshot. Er ist in seinem wunderschönen Penthouse. Penthouse also assoziiere ich immer sehr viel mit GTA 5. Penthouse, ja. Da habe ich mir auch eins gekauft damals. Aber GTA 5 spiele ich immer mal regelmäßig. Also für eine bestimmte Zeit. Ah, Moment. Da werden wir gleich anders hinkommen. Ich versuche aber ein bisschen zu tricksen. Ne, so geht das wirklich nicht. Okay. Ja, jedenfalls, also GTA 5 macht auch richtig Bock. Klar. Sehr beliebtes Spiel. Vergiss es. Mit dem Stock kriegst du das dicke Glas nicht kaputt. Du brauchst irgendetwas super Schweres. Wie die große Abrissbirne da oben. Sehr gut. Da werden wir uns dann auch drum kümmern. Ja, auf jeden Fall GTA 5. Super Spiel. Allgemein Rockstar weiß es auf jeden Fall, richtig coole Games zu veröffentlichen, klar. Red Dead 1 und 2 natürlich auch. Vor allem sehr viele durchgeknallte Charaktere immer, was das Ganze so, ja, so besonders, so lebhaft macht irgendwie. Schauen wir mal hier, dass wir die Neon-Leuchtreklamen hochsteigen, denn wir wollen ja hoch hinaus. Wurde ja schon so betitelt. Aber bevor wir hoch hinaus gehen, holen wir hier erstmal weitere Hinweise. Hm? Ich habe mich gerade schon gefragt, ich habe doch gerade Geräusche gehört. Denn das eigentlich hier von? Oha, das war knapp. Weg mit dir. Was willst du? Geh zurück an die Leine. Das ist unser Auftritt, nicht deiner. Wir sind hier die Hauptdarsteller. Auch lustig, die Geräusche, die er immer macht, wenn er läuft. Dup, 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 dup. Kommen wir jetzt hier dahinter? Tatsächlich ja, aber dahinter wäre nichts. Soweit ich das noch im Kopf habe. Falls doch, werde ich es gegebenenfalls auch merken. Aber mit dieser wunderschönen Brille kann ich ja sowieso hier gucken. Wobei ich das irgendwie manchmal nicht wirklich gut benutze, muss ich auch dazu sagen. Man sieht aber viel zu wenig. Und hier sind lauter Hinweise. Nehme ich natürlich alle gerne mit. Ist ja klar. Und so haben wir jetzt schon 25. Ich korrigiere mich, wir haben 28. Sollte aber auch sonst nichts mehr sein. Ich vertausche manchmal wirklich die Tasten. Das ist irgendwie, da stehe ich mich auch manchmal nicht gut an. Das ist aber komischerweise in jedem Spiel so, egal was ich jetzt play. Manchmal ist es so, dass ich häufiger mal die Tasten vertausche. Wo sich das nicht so wirklich einpendelt. Aber was sich hier wieder einpendelt, ist der Weitergang nach oben. Muss man natürlich auch manchmal ein bisschen gucken. Es könnte ja immer sein, dass auch Hinweise hier in den komischsten Orten überhaupt versteckt sind. Hier sind wir gerade am Tee. Aber ich trinke keinen Tee, ich hab's nur gerade wahrgenommen. Ja, schlechte Wortwitze, auch abgehakt. Mal sehen. Ist hier hinter noch was? Wir wollen erstmal runterspringen. So, genau. Ne, hier war wirklich nichts mehr.
Dann steigen wir auf diesem Wege wieder nach oben. Machen erstmal alles kaputt. So, du Kollege kommst auch erst noch. Das war knapp. Das war gerade knapper, als ich eigentlich wollte. Ich habe eine persönliche Nachricht für den lumpigen Dieb, der sich mit meinen Schatzschlüsseln davon macht. Du bist tot, Kumpel. Wenn ich dich in die Finger kriege, passe ich dir eigenhändig Betonpantoffeln an. Hast du gehört? Du bist Hackfleisch, Kumpel. Okay, vielen Dank für die freundliche Warnung. Ich bin also Hackfleisch. Ja, noch lebe ich ja. Also, ich habe noch nicht viel mit Hackfleisch zu tun. Und Waschbären-Ragout ist zurzeit nicht drin. So, fehlen nur noch 4. Es geht jetzt unfassbar schnell. Übrigens, gerade als ich von dem Hund erwischt worden bin mit deinen blöden Karten, das war natürlich sehr unlucky, weil ich mitten durch einen Bereich gesprungen bin, wo ich fast nichts gesehen habe. Aber das ist noch kein Problem bisher. Die Kamera dreht sich automatisch immer so. Deswegen heißt es ja auch hoch hinaus. Das Teil geht auch wieder zurück. Ja, moin. So, jetzt aber, jetzt nicht, Kollege. Jetzt nicht. Lasst mal kurz schauen. Also hier haben wir einen Hinweis. Da ist noch einer. Oh. Gott, ey. Also ich habe natürlich... Ich bin zwar noch nicht gestorben in der Hinsicht, das muss ich auch nochmal betonen, aber ich habe auch sehr oft das Glück, dass ich mir natürlich auch immer haufenweise Hufeisen hier sammle. Unsere Glücksbringer, die mir auch wirklich Glück bringen zurzeit. So, den können wir jetzt wie gesagt noch nicht aufmachen. Ist da hinten noch eins? Glück gehabt. Glück gehabt. So, die Frage ist... Ja genau, den können wir mitnehmen. Wir dürfen aber noch nicht runterspringen, sonst haben wir nämlich... voreilig gehandelt. Drücke die Kreistaste, um den Code einzugeben. Man braucht ein IQ von mindestens 140, um das hier zu knacken. Gib 4, 6, 8 ein. IQ von 140. Da würde mich mal ehrlich gesagt interessieren, was ich für so ein IQ habe oder was Leute, die ich so kenne, für ein IQ haben. Natürlich sagt das nicht alles aus, aber also ich würde da definitiv nie hinterkommen. Die Baupläne für Markschutzerweiterungen von Mesa City gefunden. Mit diesen Daten kann ich dir helfen, Hinweise und zerbrechliche Dinge zu finden. Du findest die Informationen auf deinem Sichtkommunikator. Ach, schaut mal an. Schaut mal an. Deswegen hatten wir vorhin, als ich die Kamera benutzt habe, auch nichts gesehen oder nichts gefunden. Wir müssen das für jede Welt freischalten. Das ist mir auch neu, habe ich völlig vergessen. Gut, das ist auch verdammt lange her. Aber gut, dann wissen wir jetzt auch wenigstens Bescheid. So, und jetzt auf die Abrissbirne. Haben wir das Level dann doch im Endeffekt gut gemeistert. Und her mit dem Schlüssel. Wunderbar. So. Ich würde dann sagen, das war's dann aber auch an dieser Stelle für diesen Part. Ich denke, das reicht dann für diesen Part. Im nächsten Part werden... Jetzt habe ich ziemlich auf Part gesagt. Im nächsten werden wir dann hier schauen, dass wir weitere Level machen. Ich glaube noch nicht, dass wir gegen Markshot im nächsten Part selbst antreten können, weil dafür brauchen wir noch 3 Level. Die schaffen wir eventuell im nächsten Part zwar alle fertig zu machen, aber gegen Markshot wird dann doch noch nicht drin sein. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen.
ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier weiterhin das Penthouse auskundschaften und die anderen nötigen Level zu Ende bringen. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.